Hello friends of the French Foreign Legion, I am greeting you, no coffee, no worky. So as I told you, you are very welcome on my channel. Hello, guten Tag, bonjour monsieur, comment allez-vous? Okay, today I will show you a movie. A movie, of course, of the French Foreign Legion. It's called in Germany, Kommando der Fremden Legion. Commandos of the French Foreign Legion. But it's an old movie. This movie was turned in January 2001 in Djibouti, in the regiment, in the French Foreign Legion's regiment 13th DBLE, Quartier du Général Monclar. And the movie is all around three German friends. Yes, three German friends. So that's why the movie is also in German language. But I know you will understand every word. And the first of them is Achim Tonke. Tonke, this time he was caporal. You know, so I don't know how he finished up his rest in the French Foreign Legion or later on in his civil life. I lost him out of sight. So Achim, when you see this movie, please contact me immediately. I know that you have been from Berlin. You have been a fucking good friend. Love you. I love you. Unconditional brothers in arms. That's legionary, you know. The second of them was John Hayes. John Hayes, for this time he was there with a company tenant of the 2e Regiment Etranger de Parachutistes. And you have been, John, you have been sergeant. You have been a part of the Reds, you know. Compagnie, Montagne, Gebirgsjäger, Mountain Warfare Company of the 2nd Rep. And I heard that you left the Legion recently and you have been officer. So Achim Tonke had not the possibility to become an officer in the French Foreign Legion. I refused to be an officer and John Hayes was officer. Great story. Great story of three friends. And then the third of them, me, myself and I was shooting master. I was the highest in rank. I was adjutant. I was shooting master. And for this time I was integrated in the BOE. BOE means Bureau Operations and Instructions. You know, I was responsible for all ammunition, for all shooting ranges and this stuff. But until now, I talked a lot. Let's make a little bit action. Enjoy Commandos of the French Foreign Legion in German language. Bye-bye. John Hayes, kommandierender Unteroffizier, ursprünglich aus Norddeutschland. Diese Kompanie, hallo! Er hat von der Legion nicht nur einen neuen Namen bekommen. Warum, sagt er nicht, sondern vor allem auch den Geist der Truppe verinnerlicht. Wenn sie meine Befehle auszuführen haben und haben selber Angst, dann muss man eben halt zusätzlich den Druck erhöhen, dass eben halt noch mehr Angst entsteht. Und dadurch werden dann eben halt die Aufgaben von ihnen eben halt besser bewältigt und ausgeführt. Ja, man ist enthaltsam, man wird schon enthaltsam. Also ich brauche nicht so viele Sachen, bin nicht so... Ach, wie soll ich sagen? Man wird enthaltsam, ja, auf jeden Fall. Was brauche ich? So viele Sachen brauche ich nicht. Ja, ja, doch, da ist es. Das gehört auch einfach zum Soldatenleben dazu. Ganz klar, das gehört zum Soldatenleben. Und es ist ja auch so, wenn wir im Gelände sind, da gewöhnt sich dran, dass du viel weniger. Da bist du nicht so pingelig, wenn man mit Staubkorn oder irgendwas mal mit drin fällt, ganz klar. Früher halt so Insekten, halt optische Markt und so, wo, ey, wenn du hier im Gelände schläfst, da gewöhnst dich dran, ne? Voila, der Kaffee ist fertig. Könnt mal sehen, wie heiß er ist. Wart mal noch ein bisschen. Achim Tonke stammt aus Berlin. Zur Legion ist der ehemalige Metzgergeselle nicht nur wegen des Abenteuers gekommen. Wie viele der Männer hier fürchtete er Probleme mit der Justiz. Heute sind Sprünge ins Ungewisse für ihn Routine. Na, wenn ich springe, dann bereite ich mich im Kopf darauf vor. Gehe nochmal die Gesten durch, die ich ausführen muss. Und das dann geht dann alle ziemlich schnell. Da geht eben so ein Adrenalinstoß durch den Körper. Und da wartet man nur, dass man endlich aus dem Flugzeug rauskommt. Feldwebel Thomas Gast aus Bayern ist Schießmeister des Regimentes. Wir haben übermorgen ein Gefechtsübungsschießen, also mit dem ganzen Regiment. Und ich bin hier, um Munition und Munitionsteile entgegenzunehmen.
Das geht von Kleinkaliber, also von Sturmgewehren, Kleinkaliber 5,56 bis über Scharfschützengewehre oder auch bis hin zu Geschossen, die einen Diameter haben von 90 mm, die dann von unseren gepanzerten Fahrzeugen geschossen werden. Tonnen der hochexplosiven Gefechtsmunition werden über ruckelige Straßen und Pisten in die Wüste geschafft. Thomas Gast hatte schon in wesentlich heikleren Situationen das Kommando. Als Kampfzugführer war er bei fast allen Konflikten in Afrika dabei. Wir sollten ein französisches Ehepaar abholen aus der Stadt, rausholen in der Stadt, die in Schwierigkeiten waren. Und wir sind im Prinzip in den schönsten Hinterhalt reingelaufen, den ich jemals gesehen habe. Aber wir haben bei dem Unternehmen einen Mann verloren, hatten 7 Schwerverletzte und es ging doch richtig heiß her. Hier, mitten in der Wüste, richtet der 12-Mann starke Munitionstrupp sein Basislager ein. Thomas überwacht selbst das kleinste Detail. Als Chef, wie man die Unteroffiziere nennt, ist sein Wort Gesetz. Nicht nur das Steineschleppen macht die Legion für neue Rekruten fast zum Straflager. Es ist so, dass man in den ersten 5 Jahren bei der Legion im Prinzip, ich möchte mal sagen, die ganzen Zivilrechte, die ein normaler Bürger in Anspruch nimmt, nicht hat. Das heißt, ein Legionär, der weniger als 5 Jahre Dienstzeit hat, er kann nicht heiraten, er darf kein Auto besitzen, er ist, möchte mal sagen, in die Kaserne verbannt. Das heißt, er hat seinen Wohnsitz in der Kaserne und hat kein Sparkonto. Wenn man Soldat ist, ich möchte mal sagen, der Soldat ist umso besser, je niedriger sein Lebensstandard ist. Das ist meine persönliche Feststellung, ich glaube dran. Zeit, über mangelnden Komfort nachzudenken, bleibt ohnehin kaum. Auch für Achim Tonke nicht. Ständiges Training soll die Söldner zu Kampfmaschinen für den weltweiten Einsatz machen. Ja, das erste ist eben Fallschirmspringer. Danach bin ich in der Bergkompanie, das heißt Bergklettern, Abseilen und ja auch Skifahren, lernen wir auch mit Iglos bauen und so was alles. Und dann ja, bin ich Punker und hier machen wir gerade eine Kommandoausbildung. Heute ist Klettertraining in den kargen Bergen Djiboutis angesagt. Bei dem ständigen Drill geht es nicht nur um körperliche Fitness, sondern um die von der Legion erwünschte richtige geistige Kondition. Du musst lernen, die Befehle sofort auszuführen, dann wirst du ja, Schlafentzug. Das wird natürlich gemacht und dann wirst du ja, eben gefordert in psychischer und psychologischer Hinsicht, ja, dass du dass dich hinaushältst und dass du Befehle sofort ausführst, ohne groß zu überlegen. Springen und leben auf Befehl. Genaues Nachdenken ist lediglich vor dem Eintritt in die Elitetruppe ratsam. Danach gibt es kein Zurück, auch für die störrischsten Gemüter. Man hat einen Vertrag, der dauert 5 Jahre. Der Vertrag ist schwarz auf weiß. Du kannst den Vertrag nicht ändern oder verlassen. Es gibt eine Frist von 4 Monate während der Grundausbildung, in der man sagen kann, okay, ich pack's nicht, ich höre auf. Aber nach den 4 Monaten ist der Vertrag auf jeden Fall gültig. 5 Jahre. D'accord? Ja! Voilà, c'est bon. Jemanden zu töten, das ist eine. Das ist nicht unbedingt gefragt. Also jemanden zu töten, das ist also. Das ist eine Sache, die man sich selbst aufhört. Wenn man jemanden neutralisieren hat, ist am besten also. Oder. Das ist schwer. Das ist schwer auszudrücken. Die äußere Härte führt viele Männer in die innere Immigration. Ganz harte Schale, aber weicher Kern. Auch beim Kommandotraining verbringt Achim Tonke jede freie Minute mit einem Buch in der Hand. Oft sogar richtig große Literatur. Meine Lieblingsschriftsteller? Russische?
Ja, russische fast, also die mag ich echt gerne, ich schreibe echt gut, die russischen Schriftsteller für mich, wie Dostoevsky, wie das letzte, was ich gelesen habe, ist, wie heißt da, Solzhenitsyn, hier Le Pavillon de Cancereux, aber ich lese auch französische Schriftsteller, auch deutsche Schriftsteller, von Deutschen kann ich sagen, was mir gut gefallen hat, zum Beispiel, was Le Parfum de Patrick Süskind. Oder was weiß ich, von Günter Grass, der Tambour, wie heißt das auf Deutsch? Blechtrommel. Die Blechtrommel. 8000 Ausländer, darunter wenige hundert Deutsche, trainieren und kämpfen in der Fremdenlegion für die Glorie Frankreichs und Monatsgehälter von bis zu 6000 Euro. Bist du ein Söldner? Also nee, Söldner ist nicht der richtige Ausdruck. Söldner ist nicht der richtige Ausdruck, nein. Sondern? Na, eben ein Soldat, der zwar im fremden Land dient, aber es ist kein Mercenär oder kein Söldner. Warum nicht? Na, Söldner ist jemand, der zum Beispiel für ein fremdes Land wirklich ja, für einen Kampf eingesetzt wird. Und zum Beispiel jetzt in Afghanistan sind die ganzen arabischen Söldner oder in Gips, also nee, wir sind keine Söldner. Frankreich sei schließlich auch keine Bananenrepublik, sondern moderner EU-Staat. Und für treue Dienste und eiserne Disziplin würde auch einiges geboten, betont Korporalchef Tonke. Na, hier also sind, wohne ich mit 4 Leuten, sind unsere Betten, 2 sind nicht besetzt im Moment. Dann haben wir unsere Schränke, jeder einen großen und einen kleinen da drüber, mit unserer Partage, mit unseren Säcken. Da hier haben wir unsere Duschen, unsere Waschbecken, Toilette ist außerhalb. Das ist meins hier, mein Bett. Ich hab kein Mückennest dran, weil so viele gibt es im Moment nicht, es ist zu heiß im Moment. Mein Schrank, sag mal aufmachen, mein Schrank ist ein Riesenbordell da drin. Mein Cabi Blanc, das bin ich stolz. Voilà. Warum ist dieser weiße Hut so wichtig? Der weiße Hut, das ist unser Zeichen. Wir, also es gibt keine andere Armee also in Frankreich, die das Capi Blanc hat. Das ist nur die Fremdenlegion, das sind wir, Capi Blanc. Und dafür musste ich das erste Mal 120 Kilometer laufen, bevor ich das bekommen habe. Das war der erste lange Marsch, da war ich fix und fertig. Du verdienst dein Geld also, dann wirst du, wie sagt man, begessen. Also du isst im Camp, morgens, mittags, abends. Beim Aufstehen wirst du geweckt, beim Licht ausgehen, beim Licht wird gepfiffen, wird Licht ausgemacht und du brauchst dich nicht selber zu organisieren. Die Organisation übernimmt jemand anders für dich. Du hast auch keine Unkosten. Wenn du am ersten Tag, wo du dein Sold bekommst, dein Geld ausgibst, dann hast du trotzdem das Ganze bis am Ende, hast du immer zu essen und Unterkunft. Ja, Brunnen tust du ja auch umsonst, ganz klar. Wir wohnen ja im Camp die ersten Jahre. Nicht Lagerfeuerromantik und der Mythos vom Abenteuer, sondern vor allem die Totalversorgung bewegt dann auch viele Rekruten zum Eintritt in die Legion. Und der Offiziergast gibt den Wachbefehl für die Nacht. Die meisten seiner Männer sind aus Osteuropa. Polen, Ungarn, Rumänen, Russen, Weißrussen und dieses Personalfeld sucht unwahrscheinlich den finanziellen Vorteil in der Legion. Was hat das für Konsequenzen? Was es für Konsequenzen hat, wir müssen in der Ausbildung mehr den Daumen drauf halten, wir müssen in der Ausbildung strenger durchgreifen, um eben aus den jungen Soldaten, die kommen, die nicht ganz so motiviert sind, gute Soldaten zu machen. Das heißt, sie kommen mit einer Motivation, die einige Stufen tiefer lief, wie bei dem Soldaten, der vor 15 Jahren zur Legion kam. Osteuropa mag arm sein. Frankreichs Ex-Kolonie Djibouti ist noch viel ärmer. Die französische Militärpräsenz ist wichtigste Geldquelle des Wüstenstaats. Achim Tonke hat Ausgang. Die Armut, ja, da lernt man was dazu, was besiegt, dass eben alles ja nicht so wichtig ist, was wir uns für den Kopf machen in Europa für viele Sachen. Das ist alles ja nicht so wichtig, die viel wichtigere Sachen. Kolonialmacht, nee, muss ich sagen. Also ich sehe das nicht so, auch wenn es vielleicht so ist, aber ich sehe das nicht so, nee. Djibouti ist ein armer Staat. Wenn der französische Staat ja nicht wäre, das wäre noch viel ärmer. Das bringt den, was weiß ich, warum nicht? Das ist einfach so.
Soldat Tonke ist allgemein Anhänger einer eher legeren Lebensphilosophie. Na, das ist unseriös. Das ist eine Sache, die jetzt sowieso zu Ende war. Voilà, ist unseriös. Also, ich sehe es wie ein Spiel, ja. Das Leben? Wie ein Abenteuer, wie ein Spiel, ja. Es geht Leben, Abenteuerspiel, ja. In Djibouti stehen die Legionäre eindeutig auf der Gewinnerseite. Ihre Euros machen fast alles möglich. Vertrauen nach freier Auswahl. Was heißt das? Das heißt, dass es hier also sehr viele, man kann das nicht mit unserer Prostitution in Frankreich oder in Deutschland vergleichen, aber es gibt eben, du kannst ja aussuchen, welche haben mich, musst ein bisschen was bezahlen und du hast freie Auswahl. Schwarze, hübsche Mädchen. Zurück ins Lager von Adjutant Gast. Becken noch vor Sonnenaufgang nach einer bitterkalten Nacht. Bei der Legion herrscht ein absolutes Reinheitsgebot. Auch in der Wüste Teil des Ehrenkodex der Truppe. Die tägliche Rasur ist Pflicht, immer und überall. Ein Ritual des oft monatelangen Lebens im Felde. Ein Leben, das der ehemalige Fallschirmjäger der Bundeswehr den meisten Deutschen nicht zutraut. Weil ich mir denke, ich glaube es ist so, dass der Deutsche zu viel Wohlstand braucht. Er ist zu bequem und er hat einen gewissen Lebensstandard, den er nicht verlassen will. Auch bei den Soldaten, das haben Sie auch bei den Soldaten. Woran macht man das fest? Er ist nicht bereit, gewisse Dinge, die er besitzt, aufzugeben. Hey. 5 Uhr aufstehen, ist das eigentlich hart jeden Tag? Boah, nee, daran gewöhnt man sich. Das fällt nie schwer, oder wie? Doch, manchmal schon, wenn ich da lange draußen war, ja. Vor allem mit Pudding danach ist dann schwer, das laufen. Wieso? Ja, wenn du müde bist und dann, was weiß ich, vielleicht was über den Durst getrunken hast und früh morgens laufen musst, naja, ist besser, wenn du ausgeschlafen bist. Männergeschwätz über die jungen Mädchen der letzten Nacht. Dann, fast im selben Atemzug, sehr unangenehme Erinnerungen an Flüchtlingshorror im Nachbarland Somalia. Zum Anfang war ich freiwillig, weil wir haben da Handschuhe anbekommen und mussten die Leichen rausholen und dann in das Landungsboot drin. Das hat gestunken, das war so ein ganz fürchterliches Erlebnis für mich. Das werde ich nie vergessen, eines der schlimmsten Erlebnisse überhaupt, weil das war der Geruch und die Leichen waren halb aufgefressen von den Haien und die Augen waren ganz groß, die Zunge hat rausgegangen, voll aufgedunsen und wenn die Leute angefasst hast, das waren Schwarze gewesen. Die Haut war aber inzwischen so gesprenkelt, dann ist sie gleich hochgegangen, ist sie gleich aufgeplatzt. Das war ja ein schreckliches Erlebnis, eine Sache. Also zum Anfang, wie gesagt, war ich freiwillig und danach habe ich gesagt, nee, kann ich mehr. Da habe ich mich verdrückt in die letzte Ecke von dem Schiff, um dem Gestank zu entgehen. Tonke kutschiert einen Offizier zum Manöver. In seinem Leben war die Legion die wichtigste Sozialisierungsetappe und er selber wunderbar formbares Rohmaterial. Hat mir was gebracht, ja. Sehr viel mehr gebracht. In Bezug auf meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich in Europa unmöglich gemacht hätte. In Bezug auf die Länder, die ich gesehen habe, auf die Reisen, die ich gemacht habe. Und vor allem für meine Persönlichkeit. Das hat sich eben also gebracht bei der Hinsicht, dass ich früher war ich labil, leicht beeinflussbar. Man konnte mich also leicht beeinflusst, naja, jetzt bin ich inzwischen, da logischerweise bin ich abgehärtet. Der Funkleitwagen eines Panzerabwehrtrupps steht einsam mitten in der Wüste. Nur aus nächster Nähe ist die gut getarnte Kommandosektion zu erkennen. Der Angriff auf eine vorrückende Kolonne des Feindes wird simuliert. Bei den Übungen im Felde gibt es immer wieder Verletzte. Ein russischer Legionär ist schwer erkrankt. Der Sanitäter seiner Einheit zweifelt. Eine exotische Infektionskrankheit oder schlicht ein Sonnenstich.
Tonke als der erfahrenste Funker versucht, Verbindung zum mehr als 100 Kilometer entfernten Hauptquartier herzustellen. Sie werden jetzt den Doktor benachrichtigen und die Sachen in den Wege leiten, dass ja eventuell eben der mit dem Helikopter abgeholt wird. Wieso benutzt man denn noch Morsefunk? Na, weil das weiter trägt hier. Wir haben ja keine, das ist ja nicht so wie in Europa, dass wir hier ein Telefon portabel bei uns haben. Also von da kann man ja in jede Richtung funken und hat man immer Kontakt. Der kleine Kommandostab muss stundenlang warten. Der Hubschrauber hat Schwierigkeiten, die Position auszumachen. Schließlich wird der junge Soldat in das nächste Militärhospital abtransportiert. Die Legion lässt niemals ihre Verwundeten oder ihre Toten zurück, gebietet ihr Ehrenkodex. Wenige Flugminuten, aber mindestens 2 Stunden im Jeep entfernt. Die letzte Manöverbesprechung des Colonel. Adjutant Thomas Gast und Sergeant John Hayes bekommen die Tagesbefehle. John Hayes gilt als Talent. Er könnte als einer von Tausenden vom einfachen Legionär zum höheren Offizier werden. Schießmeister Gast fährt das Manövergebiet ab. Von den Dschibutis wird der Bayer aufgrund seiner Hautfarbe oft für einen der Iren gehalten. Er soll die Nomaden über die Gefahren des Manövers aufklären. Zu Afrika hat er eine ganz spezielle Bildung, ist sogar dabei, ein Buch über seine Erfahrungen zu schreiben. Auch wenn er nicht alle Sitten kennt. Ich glaube, die Leute sind ganz glücklich. Ich glaube, jeder Eingriff in dem Zustand, in dem wir sie hier treffen, in dem puren Zustand, in dem wir sie hier treffen, ist, wäre ein Eindringen, wäre vielleicht das Ende von der Existenz, die sie jetzt führen. Und ich finde, die sind ganz glücklich, die Leute so, wie sie sind. Und ich glaube, es wäre besser, sich nicht einzumischen, weder mit Hilfe noch mit finanzieller Hilfe noch mit anderen Mitteln. Fernsehkameras sind hier äußerst unbeliebt. Obergefreiter Tonke auf einer Fahrt durch ein Wadi, ein ausgetrocknetes Flusstal. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit bleibt die Kolonne stecken. Die Vorhut meldet. Teile der Piste wurden vom letzten Regen weggeschwemmt. Langes Warten, Tonke wird sentimental. Ab und zu kriegt mich das Gefühl schon, so ein melancholisches Gefühl, wo ich an die Heimat denke. Was ist Heimat, Deutschland oder Frankreich? Das ist die gute Frage. Das ist so, inzwischen ist Heimat für mich Frankreich, aber ich meine, mein Herz schlägt ja trotzdem, ich bin in Deutschland groß geworden. Und ist trotzdem, sozusagen Frankreich ist meine zweite Heimat. Mein Herz schlägt immer noch irgendwo deutsch, ganz klar. Nach Sonnenuntergang haben die kommandierenden Offiziere endlich einen Ausweg gefunden. Das heißt wieder einmal Steine schleppen. Eine Behelfspiste wird gebaut. Drei Stunden später, endlich geht es weiter, wenn auch nur im Schneckentempo. Eine Kommandoaktion ist geplant. Das Basislager muss noch heute Nacht erreicht werden. Erstmal Suppe fassen. Eigentlich sollte der Feldkoch ein Omelett zubereiten, doch die Eier sind bei der Ruckelfahrt auf der Strecke geblieben. Die Truppe macht sich für den nächtlichen Ausflug fein. Nur einer mag die dicke Schminke nicht. Die Form von mir Sicht zu brechen. Ja, du machst das ungern, normalerweise machst du das gar nicht. Ne? Ja, ich setze da lieber eine schwarze Maske auf, all die weil ich davon immer Ausschlag bekomme. Achim Tonke verzichtet schließlich aufs Make-up. 3 Stunden Marsch durch die pechschwarze Nacht. Das Schwierige ist eben, immer in Verbindung zu bleiben, dass man nicht seine Vorder- und seinen Hintermann aus den Augen verliert, weil mit denen muss man immer in Blickverbindung bleiben. In der Nacht sieht man ja nicht viel, muss man also probieren, so aufmerksam wie möglich zu bleiben, dass man nicht in eine Falle läuft. Was heißt Falle? Na, Falle, wenn sich jemand so im Berghang nachts versteckt, den sieht man ja kaum und der könnte ja jeden Moment, also in jedem Augenblick, durch die Stadt Feuer eröffnen. Selber den Feind überraschen, wenn er nicht ausgeruht, am wenigsten wachsam ist. Dies ist Ziel jeder Kommandoaktion. Okay, ja.
Nach mehr als 30 Stunden Nonstop-Einsatz endlich ein bisschen Schlaf. Nicht für alle. Beim ersten Sonnenlicht fliegt ein Hubschrauber den deutschen Legionär John Hayes zum Einsatz. Er kommandiert eine Panzerabwehrgruppe. Djibouti ist ein riesiges Exerzierfeld für Frankreichs Armee. Hier ist das in Europa Undenkbare erlaubt. Nicht nur waghalsige Hubschrauberflüge, sondern Manöver mit scharfer Munition auf der Fläche eines kleinen Bundeslandes. Heute ist es nur eine Übung, aber alle deutschen Legionäre kennen den Ernstfall und sind zum Äußersten bereit. Wenn gehandelt wird, dann muss man handeln nach seinem besten Gewissen. Und das sind Sachen, das sind Handlungen, die man immer rückgängig machen kann. Ich meine, es bringt nichts, sich dann den Kopf darüber zu zerbrechen, Schuldgefühl zu haben oder vielleicht in Euphorie auszubrechen nachher. Sergeant Hayes' Kommando wird abgesetzt. Es ist fast so gefährlich wie im echten Krieg. Schwere Artilleriegeschosse schlagen hinter dem nächsten Bergrücken ein, nur ein paar hundert Meter von hier. Sie werden aus einer Entfernung von 15 Kilometern gefeuert. Ein Zielfehler kann der ganzen Gruppe das Leben kosten. Trotzdem ist John von dem ohrenbetäubenden Kriegsspektakel begeistert. Die guten Zeiten sind jetzt. Wenn wir was zu tun haben und die schlechten Zeiten sind, wenn wir viel Freizeit haben und nicht wissen, wenn das nächste Mal die nächste Übung vorfallen. Warum sind das schlechte Zeiten, viel Freizeit? Weil sobald man viel Freizeit hat, fängt man an, dumme Ideen zu haben und Unfug zu betreiben. Und damit keiner auf dumme Gedanken kommt, wenn es mal nicht knallt, lässt sich die Legion einiges einfallen. Bastelstunde für Tonke und Kumpanen im Hauptquartier. Ihr Auftrag, weder die Nachbildung einer historischen Schlacht, noch die Herstellung von Militärattrappen aus Pappmaché. Die Kämpfer haben eine fast geistliche Mission. Na, jetzt bauen wir die Weihnachtskrippe. Die machen wir jedes Jahr, ja. Die Legionäre müssen wirklich alles können, oder was? Na, was heißt alles? Auf jeden Fall ein bisschen basteln ist schon nützlich, ja. Passt das denn zu eurem Image? Auf jeden Fall ist das ganz traditionell. Also unser Weihnachtsfest, das verbringen wir alle zusammen und das ist ganz traditionell. Wir haben da mehrere Krechts und die werden auch immer besucht von den ganzen Familien, von wo wir sind. Das ist recht, recht hübsche Sachen werden da gebastelt. Trotz aller feinfühliger Beschäftigungstherapie zahlen die Legionäre natürlich beim Leben für die Front einen hohen Preis. Thomas Gast bemängelt vor allem die fehlende psychologische Betreuung nach Kriegseinsätzen. Fast alle Männer hier wissen, wovon er spricht. Es kann zu leichten Depressionen kommen, es kann so weit kommen, dass man sagt, von heute auf morgen, ich schmeiß den Job in die Ecke und suche mir was anderes. Oder, das ist jetzt im positiven Fall ausgedrückt, es gab aber gibt Fälle, wo es nicht so glimpflich ausgeht. Zum Beispiel? Ich meine, wer hat noch nicht davon gehört, wie zum Beispiel Leute einfach mal durchdrehen, sich eine Schrotflinte gehen, rein zu McDonald's und mal zwei, drei Leute über den Haufen schießen. Ich meine, man hat sowas gesehen bei Leuten, die aus Vietnam zurückkamen, Amerikaner und so weiter. Und sowas passiert in jeder Berufsarmee. Ob es jetzt von den GIs waren, die von Vietnam zurückkamen oder ex-fremden Legionäre oder vielleicht ex-falsche Mega aus der Bundeswehr, man weiß nicht.